Jö, auf ein neues. Gestern lief es ja einigermaßen gut. Also ziemlich chaotisch, aber 70.000 und in der Eiswelt, das war schon ganz schick. Also nehmen wir doch mal wieder ihn hier. Auch wenn ich ihn halt optisch nicht sonderlich ansprechend finde. Aber darum geht's ja nicht. Es geht darum, ganz viel Gold zu machen. Also schon mal böse Stacheln. Also noch mehr Stacheln und ich höre ganz eindeutig den Blondine. Zing, zing. Wow, okay. Das war so nicht geplant. Ich höre immer noch eine Blondine. Das ist sehr komisch. Oh, hier ist gar nichts. Oh, 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 oh. Nein! Kein guter Anfang und ich muss ein Seil benutzen. Für ein Fitzelchen Gold das Ganze. So, also wir wollen zurück. Wir wollen nicht in die Stachel springen. Wir wollen nicht in die Stacheln springen. So. Das da sieht sehr schön aus. Also Kiste und Edelstein und was weiß ich. Oh, wo kommst du denn her? Zoing. Ah, nein. Wollen mich doch veräppeln. Warte mal. Das lösen wir anders. So, Bomben bitte. Bomben. Ah. Klappt das so? Ich habe was im Kopf. Ja, und es klappt. Okay. So ähnlich hätte ich das geplant gehabt. Also, dass wir jetzt durch die Sprengung da... hier rauf kommen und von hier zu ihr kommen. Alles geplant. Nur kommen wir leider nicht hier durch. okay. Edelsteine einsacken. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Dein Geist kommt bald. Okay, sich beeilen bringt nichts, wenn man zu hektisch ist und immer wieder zurücklaufen muss. Okay, du kommst noch mit. Komm. Der kommt echt bald. Du, du, du. Peitsch. Und mitkommen und fertig. Jo, sehr gut. 20.000 Gold im ersten Level. Das wird sogar noch mehr. Warte mal. So. 23.500. Und da kam der Geist. Da kann man den Eintreffer doch echt verkraften bei so viel Kohle. Jetzt müssen wir nur noch einen Händler finden. Oder noch mehr Gold. Also einen Händler finden, der uns Bomben verkauft. Das wäre ganz schick. Da wäre der Händler mit Bomben. Stopp, 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 stopp. Da unten könnten Stacheln sein. Der Pfeil könnte den Shopkeeper treffen, oder? Nee, sehr gut. Danke fürs Pfeil abfangen. Dich hätten wir gerne, dich hätten wir gerne. Du kommst mit. Und sie hält nicht mehr viel aus. Oh oh. Sorry. Da geht's nicht weiter. Das ist mir alles zu tief. So, von hier schon mal ein Feld weiter unten. Das passt, okay. Dich abgeben, dich einsacken. Dich einsacken. Bitte nicht durch irgendeinen Fehler in die Stacheln fallen. So. Und eigentlich nur raus, ne? Also ja, wir könnten sie noch durchbomben, aber... ja doch, komm. Wir haben 8 Bomben, das ist eine Bombe nicht so schlimm. Ist hier überhaupt irgendwas? Ein Kali-Schrein. Ja, nee. Okay, raus. So. Schon haben wir 5 Herzen. Das eine verlorene Herz fällt gar nicht mehr auf. Werden wir noch Bomben? Wir haben 3 Seile nur noch. Die Pfeilfalle ist doof. Die Pfeilfalle ist auch doof. Mich wieder nicht raus, ne? Mist. So war das nicht geplant. Okay.
So. Dann hätte ich gerne dich. Warum ist das da alles so gemein? Guck dir das mal an, das will die... Müssen wir gleich machen. Erstmal musst du sterben. So. Dann müssen wir da oben die Pfeilfalle auslösen, ohne uns selber zu treffen. Das machen wir mit ihr. Weil sie fügt uns nicht so schnell Schaden zu. Oder wir bomben uns oben durch. Nein. Okay, du komm mit. Du... Sie wurde getroffen, ne? Ja, guti. Okay, wir dürfen sie aber nicht nochmal als Schutzschild missbrauchen, sonst stirbt sie. Wir könnten sie aber einmal noch als Wurfgeschoss missbrauchen. Muss aber nicht sein. Also, zing, stirb, stirb, so. Noch mehr Gold. Was haben wir da unten? Noch eine Kiste. Kommen wir da irgendwie hin? Hier lang nicht. Stopp. So. Oh, ein Kletterhandschuh. Du, warte mal. Wir hätten gerne das da und das da. Die Spinne da ist nicht schön. So. Ich glaube, dadurch kriegt sie auch Schaden. Also hat sie jetzt nur noch einen Lebenspunkt oder so. So. Wir haben ganz viele Bomben. Oh oh. Das wollte ich nicht. Und irgendwie hatte ich auch schon im Kopf, dass wir Klebezeug haben, was natürlich gar nicht stimmt. Weiß auch nicht, wo das herkam. Kommt Geist schon? Kommen hier eh nicht hoch. Ist da irgendwo was? Nö, okay, raus hier. Ja, Geist kommt raus hier. Richtig, richtig schön. 6 Seile, 15 Bomben, Kletterhandschuhe, Kompass und gute Lebenspunkte. Der Typ bringt uns doch Glück. Auch wenn er so komisch aussieht. Aber da soll man ja eh nicht so oberflächlich sein, ne? Also. Wir hätten gerne... Oh. Zeug. Dann hätten wir gerne dich. Und dann haben wir Horus Auge. Dann stirbst du. Das war knapp. Da unten ist eine doofe Falle. Ich habe eben gerade auch noch Help gehört. Wo war das? Oh, wir können dich benutzen. Warte mal. Zeug. Sehr gut. Wow, das hätte ins Auge gehen können. Also mit den Stacheln da unten. Ich wollte dich eigentlich töten. So. Hopp, 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 hopp. Ein paar Edelsteine, ja. So, mitkommen. Hops. Hops. Und weg. Dich da. Rubine brachten am meisten, dann blau, dann grün, ne? Ja, komm. So. 1200. Davon könnten wir uns 2 Bomben kaufen, glaube ich. Ja, okay, und raus. Zing. Jetzt müssen wir schon im Dschungel sein, oder? Jo. Die Toten sind rastlos. Oh, sehr schön. Das heißt, es gibt eine Schrotflinte. Irgendwo. Und wir haben Kletterhandschuhe, also können wir überall hin zurückkommen. Was sehr schick ist. Also hier hätten wir schon mal was. Zing. So, eine Krone für 5000. Ich habe die Tiki-Falle ganz übersehen. So, da ist das Geister-Token-Ding, das ich nicht haben will. Moment mal. Dann komme ich an den Blondini nicht ran, oder? Komm mal her, kleiner Mann. Mist. Ja, das ist nicht so schön.
glaube, ich muss hier sprengen. Ja. Zoing. Du kommst mit. Wir sollten uns langsam beeilen. Denn ich muss immer noch die Schrotflinte suchen und sie hier abgeben. Nein. Oh. Aus war ein Vampir. Warte mal. Wach auf. Wach auf. Zoing. Hahaha. Weg, 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 weg. Hey, was zur Hölle? Warum kommst du hier hoch? Oh, der greift die Blondine an. Komm, Blondine, mit. Wir können den Vampir nicht töten. Oh, okay. Garstige Tiki-Fallen. Da ist die Schrotflinte. Apropos garstige Tiki-Falle. Warte mal. So. Aha. Ich bin ein Zyklop mit einer Schrotflinte. Und da war nichts, okay. Da oben ist ein Shopkeeper, den sollten wir auf keinen Fall stinkig machen. Und wir haben nur noch 8 Bomben. Das ist nicht ganz so viel. Kann es sein, dass in diesem Level gar kein Geist kommt? Weil es hier einen Schädel gibt, der den Geist rufen kann? Das teste ich mal aus. Ich laufe jetzt einfach nur ein bisschen zickzack, bis die Zeit umgeht. Ah, ne, da kommt er, okay. Hätten wir das aber auch getestet. Nicht aus Versehen schießen. Genau. Ein ruhiges Dschungellevel. Na, mal gucken. Ja, genau, Frosch. Lauf genau in die Tiki-Falle. Oh. Okay. So, kaputt. Da muss ich mir jetzt wieder zwischen Waffe und Blondine entscheiden. Das ist nicht so nett. Zoink. Okay, ich hätte gerne dich und ich hätte gerne dich. Eigentlich hätte ich auch noch gerne... Okay, du warst kein aufstehendes Skelett. Eigentlich hätte ich noch gerne Bomben. Also mehr Bomben. So, haben wir jetzt einen Weg nach... Oh oh. Das mag ich nicht. Das mag ich echt nicht. Okay, da müssen wir jetzt so durch, so durch. Das ist ein zu langer Weg, um den gleich wieder schnell zurückzulaufen. Und das sind Stachelfallen. War da gerade so ein Bing-Bing? Ja, hier war ein Zugang. Genau, also du musst jetzt hier bleiben. Du musst jetzt kaputt gehen. Dann heißt es Beeilung. Wir müssen jetzt ganz zurück Blondine einsacken. Blondine abgeben beim Ausgang. Dann die Schrotflinte nehmen und dann ganz raus. So war der Plan. Aber der Geist wird gleich kommen und dann wird das Ganze richtig hektisch werden. Und dann... Saha. So, mitkommen. Nicht in irgendwelche Stachelfallen fallen. Nicht an der Wand hochkraxeln. Nicht von der fleischfressenden Pflanze gefressen werden, nicht von der Tiki-Falle aufgespießt werden, nicht von einer anderen Tiki-Falle aufgespießt werden. So weit, so gut, so weit, so gut. Hey, es hat geklappt. Okay. Jetzt bitte, bitte nicht wieder explodierende Frösche oder so direkt neben dem Händler. Das wäre nicht so schön. Küsschen. Ist noch nicht explodiert. Kein Terrorist. Okay, alles gut. Ich hab nichts gesagt. Ich sollte diesen verdammten Schwarzmarkt einfach meiden. Irgendwas passiert immer, dass hier alle durchdrehen. Und das hat nie mit mir zu tun. Das sollte echt gefixt werden. Das sah so richtig gut aus. Viele Leben, Schrotflinte, Blondinen, noch und nöcher. Bomben, Seile, alles.
64.000 ist okay, aber es hätte viel, viel mehr sein können. Na gut, schauen wir auf die Bestenliste. Hm, Platz 3. Und wo kriegt man den Eskimo? Wahrscheinlich in der Eisfelder. Du siehst auch eisartig aus. Hm. Na gut, sehen wir uns morgen wieder. Und morgen gehen wir auf keinen Fall auf den Schwarzmarkt. Egal was ist. Also bis dann.